und heiße Sommer war endlich vorbei und der Herbst stand vor der Tür. Mit ihm kamen die ersten kalten Nächte und es bedeutete auch für mich, dass nicht mehr viel Zeit blieb, um noch einmal Mo anzugreifen. Bei kühleren Temperaturen hatte ich natürlich die Hoffnung, dass jetzt endlich die größeren Fische beißen würden, wenn sie denn im See drin sind. Die Gefahr in Norddeutschland ist nur, dass gerade die kalten Winde ein so flaches Gewässer sehr, sehr schnell auskühlen können. Letztendlich lief das Frühjahr ja gut an. Ich konnte einige Fische fangen, nur war eben die Durchschnittsgröße nicht sehr groß. Ja, auf in die zweite Runde am Moorsee. Es ist jetzt Mitte September. Die heißen Tage sind seit einer Woche ungefähr vorbei. Ich habe auch den ganzen Sommer über hier nicht gefischt, weil der See sehr, sehr flach ist und auch eben so dunkel. Der zieht ja richtig die Wärme an und das wollte ich den Fischen und auch mir letztendlich ersparen. Ich habe mir jetzt den Herbst gesucht. Ich hoffe, jetzt im Herbst habe ich noch eine Chance, vielleicht hier auch endlich den größeren zu fangen oder einen größeren. Aber ja, seit zwei Tagen haben wir ein Tiefdruckgebiet, das hier reinknallt und das hat die Temperaturen um fast 10 Grad sinken lassen. Wir haben richtig Wind, ihr hört es vielleicht auch im Hintergrund, die Wellen schlagen hier gegen mein Ufer. Wir haben ziemlich viel Wind auf dieser Seite, was vielleicht nicht ganz optimal ist, da der Wind auch das kalte Wasser vor sich her treibt. Aber dadurch, dass der See eben nur 2 Meter tief ist, naja, verteilt sich das dann auch wieder gleichmäßig und er hat so eine breite Fläche, dass das im Grunde nicht den Ausschlag gibt. Zumal die Seite hier scheinbar auch mehr Nährtierchen hat, mehr Nährstoffe. Ich glaube, trotz alledem bin ich auf der Seite schon richtig. Ja, ich bleibe meiner Strategie erstmal treu, die ich auch im Frühjahr gefahren bin. Großflächig füttern, ich habe jetzt 2 Tage vorgefüttert. Und werde auch wieder viel mit Geruch und Geschmack unter Wasser arbeiten. Ich werde die Boilies wieder halbieren. Ich werde wieder mit Teig arbeiten, mit PVA-Säcken. Auch mit Liquids und ja, so kleinen Extras im Futter. Versuche ich einfach, den Sport so attraktiv wie möglich zu machen. Das muss ich allein schon deshalb machen, weil der See eben unglaublich viele Nährstoffe hat. Und mein Futter soll daraus hervorstechen. Ansonsten können die Fische auch ganz woanders fressen, wenn ich nur relativ simple Kohlenhydrate beispielsweise einbringe und dann konzentrieren sich die Fische vielleicht gar nicht so sehr auf mein Futter. Deshalb da wieder Abwechslung reinbringen, auch ein bisschen durchmischtes Futter, immer mal ein bisschen rumprobieren, auch an den Hakenködern. Die werde ich auf alle Fälle jetzt größer halten, damit ich ein bisschen selektiver auch fischen kann. Das bedeutet 24er mit einem 20er Boilie kombiniert, 2 20er, 2 Tigernüsse über eine 24er. Das heißt einfach da variieren, halbierte Boilies, mehrere Sandwichlagen sozusagen. Einfach ein bisschen rumprobieren, den Köder im Volumen zu vergrößern, aber trotzdem so dazu bringen, dass er gut arbeiten kann oder ich gegebenenfalls mit Teig arbeiten kann.
Ich will auf alle Fälle die kleineren Fische ein bisschen von meinem Hakenköder zumindest weghalten. Ich freue mich natürlich trotzdem über jeden Fisch, gerade hier im Moor, wo ich nicht weiß, was drin ist, wo die Fische gerade sind. Aber ich will auch mir nicht die Chance verbauen, dass vielleicht die kleinen Fische schneller sind als die großen. Und deshalb gehe ich da jetzt ein bisschen selektiver vor. Ich werde auch deutlich größere Boilies mit einfüttern, 24er Fischboilies. Und ich hoffe, dass das vielleicht die Initialzündung ist, dass hier auch mal ein größerer Fisch an den Haken kommt, falls er denn drin ist. Ich bin jetzt echt zuversichtlich, auch wenn es sich abgekühlt hat. Ich hoffe, die Fische fangen jetzt langsam an zu fressen, wenn der Herbst kommt. Oder nochmal so richtig sich ein bisschen Speck anzufressen. Und wir schauen mal, was geht. Die erste Nacht steht an. Los geht's. Ja, da ich mich ja hier in einem Moorsee befinde und dieser Moorsee in Norddeutschland liegt, bedeutet das letztendlich, dass das ganze Gelände hier von der Eiszeit überprägt wurde. Das hat den Nachteil, dass in diesem See immer wieder einzelne große Findlinge rumliegen, das heißt große Steine, die natürlich eine Gefahr für meine Schnur bilden. Darüber hinaus ist hier an diesem See am Grund relativ viel Wurzelwerk und auch immer wieder einzelne große Balken. Ich weiß nicht, wo sie herkommen, vielleicht sind es alte Steganlagen, vielleicht sind es alte Gebäude, aber die sind natürlich insgesamt alles eine große Gefahr für meine Schnur. Ich habe ja hier ein relativ flaches Gewässer und dadurch liegt ja ziemlich viel Schnur auch am Grund. Und wenn natürlich viel Schnur am Grund verläuft, dann bedeutet das auch, dass die Gefahr, dass die Schnur sich irgendwo verhängt, viel, viel größer ist. Aus dem Grund muss ich natürlich einen ordentlichen Leader vorschalten, denn ohne Leader habe ich ein Problem, denn dann reißt die Schnur möglicherweise, wenn ein Fisch um irgendeines der Hindernisse schwimmt.
Auch wenn mir die ersten Nächte zwei Fische brachten, je länger der Herbst anhielt, desto schwieriger wurde es. Ja, wieder eine Nacht rum. Wieder eine Nacht ohne Fisch. Das Moor macht es mir unfassbar schwer aktuell. Also ich habe jetzt über die letzten zwei Wochenenden 6 Nächte, mindestens 6 Nächte hier verbracht und konnte 2 kleine Fische fangen und die letzten 3 Nächte hatte ich gar keinen Fischkontakt mehr außer einer Brasse. Und so langsam bekomme ich das Gefühl, dass ich mich festfahre. Ich weiß aber auch nicht, an welchen Stellschrauben ich drehen muss. Das Gewässer ist einfach unfassbar schwer zu lesen. Man sieht ja die Fische einfach nicht. Also es ist nicht so, dass die Fische hier springen oder sich in irgendeiner Form zeigen. Keine Chance. Prinzipiell würde ich sagen, Stelle wechseln, aber das ist das Problem. Man kann hier nicht so einfach die Stelle wechseln. Man hat, wie schon im ersten Teil gesagt, man hat diese Privatgrundstücke, da kommt man nicht ran. Dummerweise sind die auch noch in den Bereichen, in denen das Gewässer am vielversprechendsten ist. Und dann hat man einfach die Bereiche, die relativ stark zugewachsen sind oder wirklich verlandet sind mit Moor. Und da kommt man einfach nicht ans Wasser. Und wenn man ans Wasser kommen würde, dann hätte man unglaublich viel Schlamm. Das macht es gerade wirklich sehr, sehr schwer und auch sehr zäh. Ich muss mich gerade wirklich dazu überwinden, hier noch weitere Zeit zu investieren. Ja, an welcher Stellschraube kann ich drehen? Es gibt noch eine potenzielle Stelle, die ich eventuell ansteuern könnte. Ansonsten ist es der Faktor Zeit, der mir auch verloren geht, denn der Winter kommt immer näher und es ist die Frage, ob ich jetzt wirklich hier noch mehr Zeit verbringe oder vielleicht doch mal ein Gewässer aufsuche, das mir wieder Motivation bringt. Denn diese Saison ist echt hart. Ich habe an dem Futter variiert, ich habe nur mit Boilies gefüttert, ich habe kompletten Mix gefüttert, ich habe viele Tigernüsse mit Hanf gefüttert, aber es hat keinen eindeutigen Effekt irgendwie auf die Fischaktivität gebracht. Und jetzt bin ich echt am Überlegen, ob ich das Gewässer wieder im Frühjahr aufgreife. Da hatte ich Erfolg, da waren die Fische da. Vielleicht sind sie in einem komplett anderen Gewässerteil, in dem ich nicht rankomme. Vielleicht sind sie auch in ein Verbindungsgewässer geschwommen und sind gar nicht mehr hier oder sind nur noch vereinzelt hier. Ich weiß es nicht. Und das ist wirklich gerade ins Blaue hineinangeln. Ich weiß nicht, ob ich das noch weiter durchziehen kann.